Wie geht es Ihnen? Super. Wie alte Leute es zu klingen sagen, und ich gehöre langsam zu den Senioren, es könnte nicht besser sein. Ein Jahr lang, Gott sei Dank. Wie sehen Sie unser wunderbares Publikum? Mein Kind, ich kann dir das ja erzählen, aber vielleicht werden Sie es nicht glauben, dass es wirklich so ist. Diejenigen, die nicht so ein Fall waren wie ich, werden es eben nicht glauben. Wie ist Ihre Geschichte? Wie lange konnten Sie nicht sehen? Vor 45 Jahren habe ich dieses Auge verloren, Sie sehen es. Ich war nach Rogatz gefahren, meine Frau kommt aus diesem Ort und ich hatte einen Unfall. Mein Kopf platzte, wir hatten einen Unfall, also der Kopf platzte. Verzeihung für den Ausdruck, wir waren 7 im Auto, meine ganze Familie, Verzeihung, es fällt mir sehr schwer. Nehmen Sie sich Zeit, wir verstehen. Das war eine schwierige Zeit. Ich wusste sofort, dass es so sein wird. Der Krankenwagen kam, brachte uns nach Kosovo. Dort hat man uns untersucht. Meine Schwiegertochter ist im Krankenhaus geblieben. Ich wurde entlassen. Dann kam diese verdammte Hornhaut und ich ging zu Ärzten. Der eine sagte, der ist seine, der andere was anderes. Und alle sagten etwas Verschiedenes. Also es ging darum, dass sie die Gefahr liefen, auch das andere Auge zu verlieren und nichts mehr zu sehen. Das war eine schwierige Zeit. Es kam so eine Zeit, dass ich die Sicht verlor. Ich wurde blind. Man führte mich hin und her, fragte mich. Ich kann mir nur vorstellen, wie sie diese 2 Jahre, wie sie sich da gefühlt haben. Ja, am schlimmsten wegen der Kinder. Ich habe einen großen angeborenen hohen Blutdruck. Und das ist auch eine große Gefahr für mich. Ich habe Kinder auch im Ausland. Große Sorge. Nichts fällt mir schwer, aber wenn ich an die jüngere Generation denke, ich kann jetzt mit meinen 74 Jahren ohne Reue sterben, aber ich kann meine Kinder nicht sehen. Meine Enkelkinder kann ich nicht sehen. Als ich am Morgen abfahren wollte, stritten wir uns wegen dem Auto. Endlich waren wir abgefahren nach Belgrad. Wir brachten einen blinden Mann. Als wir dort ankamen, übernahmen mich die Krankenschwestern sofort. Sie nahmen mich so bei der Hand und sagten, lieber Herr, Sie sind unser Gast, wir übernehmen Sie von hier, Sie sind auf dem richtigen Ort. Als älterer Mann hatte ich schon meine Zweifel daran, ob das nun wirklich so auch sein wird. Ihnen hat man in der Klinik Sveti Vit gesagt, dass mit dem Auge alles in Ordnung sein wird, dass Sie sehen werden können. Die Ärzte haben mir sofort gesagt, dass alles gut wird. Sobald Sie mich mit Ihren Geräten untersucht haben, meinten Sie, alles wird in Ordnung sein. Es gibt keine Probleme. Wie viele Operationen hatten Sie in der Spezialklinik Sveti Vit? Nur eine. Ich dachte in mir, nur eine. Ich bitte dich, Gott, lass mich glücklich sterben, lass mich aufwachen wie ein Wiedergeborener. Ich legte mich auf den Tisch, sie machten die Vorbereitungen. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 7 Minuten dauerte. Ich konnte nichts fühlen. Wie haben Sie sich danach gefühlt? Ich habe nichts gefühlt. Der Arzt fragte mich, Herr Nesse, was können Sie über Ihren Kopf sehen? Ich sagte, Herr Doktor, ich sehe Ihre Hand und Ihre 5 Finger. Darauf kniff er mich in die Wange. Wunderbare Geschichte. Was für ein Gefühl hatten Sie, als Sie Ihre Jugend erblickten, das, worüber Sie gerade erzählt haben? Am Morgen, so gegen 8 Uhr, hat man das Band entfernt.
Ich war ein Wiedergeborener. Ich war wiedergeboren, mein Herz wollte platzen. Und sie haben mir eine Pille gegeben, ich wollte ein Ibuprofen haben oder etwas, um mich zu beruhigen. Ich hatte meine Tabletten, die ich nutzte. Ich beruhigte mich ein wenig, ich sah den einen Sohn so in der Ecke und die Kinder weinten, beide, das sind Familienmenschen. Ich drehe mich um und umarme die Krankenschwester. Die Menschen kommen auf mich zu, wir umarmen uns und so weiter. Dann kam das Frühstück und jetzt, nach 2 Jahren, kann ich ja selber die Kaffeetasse in die Hand nehmen und Kaffee trinken. Ich mag Geschichten mit einem glücklichen Ende. Vielen Dank, Herr Karaman.